Servus zusammen. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder was richtig Cooles von der Firma Tunze vorstellen, und zwar den Comline Nanofilter 3161. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Den Filter könnt ihr natürlich im Süß- und im Meerwasser verwenden. Filtern tut er von 30 bis 100 Liter. Oder ihr könnt ihn als Oberflächenfilter hernehmen bis 1000 Liter. Und jetzt sind wir schon am schlagenden Punkt, warum das Ganze wir verwenden und wir jetzt da haben. Wir verwenden es in unserem Oscar-Becken als Oberflächenfilter. Ich habe schon in meinem Oscar-Becken, seitdem ich es habe, einen Oberflächenfilter verbaut. Erstens mal finde ich das mega cool, weil die Oberfläche immer sauber ist, weil wir natürlich auch ein paar Pflanzen drin haben und jeder weiß, Pflanzenreste im Aquarium fangen irgendwann an zum Gammeln und das will man nicht haben. Und bevor sie da normale Filter ansagt oder sie am Boden liegen bleiben, möchte ich, dass sie oben weggefiltert werden. Bei dem Filter, das wir drinnen gehabt haben, der war ungefähr so groß. Die Firma möchte ich jetzt nicht nennen und ich habe ihn so gut wie jeden zweiten Tag ausleeren müssen. Erstens mal, weil er eine ganz kleine Kammer hat und das einfach auch meiner Meinung nach zu 100% funktioniert hat. Jetzt haben wir einen da von Tunze und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an und checken mal, was der so kann. Schauen wir mal rein. Natürlich ist dabei als erstes eine Beschreibung, zweimal in jegliche Sprachen. Dann, was ich immer ziemlich cool finde, der, was es kontrolliert hat, habt ihr da auch dabei. Also kann man genauer prüfen, ob jemand einen Fehler gemacht hat beim Einpacken oder nicht. Und wer das war. Dann haben wir dabei ein Filterpaket, wenn ich es richtig sehe. Jawohl. Das ist so ein Watte. Jetzt kommen wir drauf. Watte zum Filtern und natürlich der berühmte Tunze-Magnet. Das zeige ich euch gleich, um was es da geht. Jetzt kommen wir mal zu diesem Schmuckstück. Wie immer, wie wir es natürlich schon gewohnt sind von Tunze, ist das Ganze einwandfrei verpackt und made in Germany. Und das ist uns natürlich auch sehr wichtig. So, stellen wir da her, sieht man das so? Sehr gut. Packen wir das Ganze mal aus. Schauen wir, wo der Anfang ist. So schaut das ganze schöne Stück aus. Ihr seht, es ist auch nicht so groß, das heißt eben perfekt für kleine Nanobecken, aber auch eben perfekt als Oberflächenabsaugung in unserem schönen großen neuen Oscar-Becken. Dann habe ich schon gesehen, da ist dabei in der kleinen Zubehörtüte für einen Ausströmer unten, weil der Ausströmer ist da unten, könnt ihr euch einstellen, wo euch das Ganze hinströmen soll. Eher mehr an die Oberfläche oder eben halt auf die Seite oder nach unten. Schauen wir mal rein. Den Deckel könnt ihr einfach abnehmen, weil das Ganze ist natürlich auch extrem fein zum Säubern. Und da steckt die Watte drinnen. Und noch ein kleiner Schwamm, wenn ich ihn rauskriege. Ein kleiner Schwamm. Man sieht das vielleicht schon. Ich hoffe, man erkennt das. Es sind zwei große Kammern. Einmal saugt er da von unten an, im unteren Bereich, und natürlich die Hauptansaugung ist da im oberen Bereich. Und es ist natürlich cool, weil es noch perfekt zum Auswaschen ist. Ihr braucht bloß da oben den Deckel aufmachen, das eure Filtermedien rausholen und das Ganze säubern. Und somit ist das Ganze schon wieder sauber. Dann schauen wir mal, wie der Motor unten ausschaut, ob wir den zerlegen können
Oder schaut euch das an. Jetzt habe ich es. Schau, ihr könnt da unten natürlich auch die Pumpe variabel verstellen. Und zwar von 250 Liter die Stunde bis 850 Liter die Stunde. Und der Motor hat 2,5 bis 4,5 Watt, je nachdem natürlich, wie stark der Motor eingestellt ist. Eine maximale Eintauchtiefe haben wir da. Schauen wir mal, ob was angezeichnet ist. Nein. Aber die maximale Eintauchtiefe ist ja dann eigentlich ganz klar, sind 16 cm. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch noch vergrößern, indem ihr den Aufsatz da drauf macht. Und, jetzt habe ich es falsch rum aufgebaut. Müsst ihr das wegmachen. So, andersrum gehört es. Den unten, dann die oben drauf. Da sieht man schon, auf dem, ich hoffe, das erkennt man jetzt, da sind die Wellenlinien drauf, das, was ich gerade vorhin gesucht habe. Und da seht ihr die Eintauchtiefe. Dann habt ihr da einen Deckel dabei. Und kannst es oben wieder sauber verschließen. So. Und dann schaut er wieder so aus. Wollen wir stehen bleiben? Genau, die Größe. Die Größe sind 115 x 60 x 175 mm. Wir haben da einen Magnet mitgeliefert. Der Magnet geht bis zu einem Glas von 10 mm. Der schaut so aus. Wir brauchen aber ein bisschen stärkeren Magneten, weil unser Glas 12 mm hat. Natürlich denkt Dunze mit und baut einen Tuning-Magneten sozusagen. Nämlich gibt es da ein Aufrüstset. Da habt ihr dann einen stärkeren Magneten drinnen und der geht dann bis zu einer Dicke von einer 15 mm Scheibe. Und das brauchen wir. So schaut das Ganze aus. Und ist eigentlich ganz einfach zum Austauschen. Ganz einfach zum Austauschen. Denn die haben ja wieder diese richtig coole Halterung mit den Gummis, dass die Vibrationen nicht weitergehen auf euer Glas. Einfach das Ganze wieder da reinstecken. Das sind die vier Löcher für die vier Gummis. Dann stecken wir es wieder da rein. Vielleicht treffen. So, schauen, ob sie auf überall drinnen sind. Das ist schon ein bisschen ein Gefummel, aber dann hält es. Und der Magnet geht dann eben bis zu einer Glasstrecke von 15 mm. So wie wir es brauchen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze auch so zerlegen können, dass wir es reinigen können. Ihr könnt den einfach da rausziehen. Das ist ganz cool gelöst. Und ihr könnt aber auch das rausziehen und somit dann euer Rad, euer Schaufelrad reinigen. Also, wie immer, wirklich perfekt durchdacht und es funktioniert einwandfrei. Dann wieder zusammenstecken. Ihr habt da so einen Schlitz, erkennt man das? Ja. Und da einen Schlitz. Und dann das Ganze wieder aufeinander stecken. Und schon hält es wieder. Was ich euch noch zeigen möchte, was ganz, ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, ihr habt ja da oben einen Deckel und der Deckel hat auch einen Sinn, denn ihr könnt in diese Kammer da vorne entweder einen Heizstab reinmachen oder einen Sensor. Und das finde ich eigentlich schon recht praktisch und mega, weil es natürlich auch dann perfekt aufgeräumt ist und da oben ist ein kleines Loch und da könnt ihr auch dann das Kabel rauslegen. Oder ihr könnt natürlich auch, das muss ich auch dazu sagen, nicht nur Watte da reinlegen oder Filtermedien, sondern auch Kohle oder Silikat, je nachdem, was ihr wollt. Für das ist das Ding eben wirklich perfekt gebaut. So, jetzt bauen wir das Ganze ins Aquarium und schauen, wie es funktioniert. We'll be right back.
ihr habt es gesehen, er macht das, was er machen soll, und das ist wirklich perfekt. Die Oberflächenabsaugung bei uns, und natürlich hat es nicht nur die Oberflächenabsaugung, sondern auch eine Bodenansaugung. Deswegen perfekt für ein Nanobecken. Ich finde es halt jetzt mega cool, weil er doch eine größere Kammer hat. Das heißt, ich kann jedes Mal beim Wasserwechsel auch die Kammer reinigen und nicht jeden zweiten Tag so im alten. Wir sind extrem begeistert und ich bin gerade überlegen, ob ich mal in mein zweites Becken, wo unsere Barsch drin sind, auch so einen reinknallen soll, weil natürlich eine schöne Oberfläche bei einem offenen Becken immer gut ausschaut und immer sauber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann abonniert den Kanal und liken, teilen. Bis zum nächsten Mal.